Herzlich willkommen zu unserem Webinar Commerce to Go in nur 7 Tagen zum eigenen B2B Online Shop. In diesem Webinar zeigen wir euch heute, wie Sie mit Commerce to Go schnell und unkompliziert einen voll funktionsfähigen Online Shop für Ihr B2B Geschäft aufbauen können. Ja, in unseren Gesprächen mit Unternehmen haben wir oft Fragen oder befassen uns oft mit Fragen, wie zum Beispiel, die eigene Webseite ist jetzt geschafft, ja, aber reicht das aus? Oder wie wird aus einer Webseite ein effektiver Vertriebskanal? Oder für die, die noch keine Online-Darstellung haben, welches System ist das Richtige und mit welchen Kosten müsste ich rechnen? Ja, das klingt nach vielen Hürden, nach vielen Herausforderungen. Und einige davon haben wir mal aufgelistet, zum Beispiel haben Sie getrennte Systeme im Einsatz. Ja, man kennt es, man hat manuelle Prozesse, die einen hohen Zeitaufwand mit sich bringen. Wenn ich dort Veränderungen, zum Beispiel komplexe Integrationen umsetzen möchte, sind das mit hohen Kosten verbunden, wie zum Beispiel Wartungen oder halt auch, ich muss noch eine weitere Agentur hinzuziehen. Das bremst einen auch in der Skalierbarkeit. Eine weitere Herausforderung ist vielleicht auch, die Änderungen, ja, die sehr zeitintensiv und teuer sein könnten, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Anpassungen machen möchte, die ich mit meinem System vielleicht selber nicht handeln kann, sondern müsste dort vielleicht auch wieder jemanden hinzuziehen. Das Ganze ist mit Kosten natürlich auch verbunden und wie die Dauer auch ist, ist auch immer schwierig zu sagen. Das heißt, inwiefern kann ich meine Kollegen für dieses Projekt einteilen? Habe ich die Ressourcen dafür? Kann ich das in der Zeitspanne, wo ich es mir vorstelle, wo ich mein Ziel erreichen möchte, auch umsetzen? Die Verbindung bestehender Prozesse ist auch sehr kompliziert und auch zu berücksichtigen. Und das hindert einen natürlich auch an die digitale Weiterentwicklung. Die Anforderungen der Kunden, also was erwartet mein Kunde? Zum Beispiel ein einheitliches Erlebnis, dass er über alle Kanäle sie erreichen kann. Und das stellt natürlich auch eine Herausforderung für das Unternehmen dar, wie zum Beispiel die Erreichbarkeit. Ja? Dass der Kunde sie erreichen kann, beispielsweise nicht nur über E-Mail oder halt Telefonnummer während der Geschäftszeiten, sondern natürlich auch darüber hinaus. Um konkurrenzfähig zu bleiben, entsteht natürlich ein Wettbewerbs- und Technologiedruck. Das heißt, hier auch nochmal berücksichtigen und als Herausforderung sehen, was ist der richtige Weg, wie kann ich meine Kunden abholen, beziehungsweise wie kann ich auch weiterhin wettbewerbs- und konkurrenzfähig bleiben. Was wäre hier der richtige Ansatz, um die Herausforderung anzugehen? Ein klar definiertes Funktionspaket. Commerce to Go bietet spezifische Module für verschiedene Bedürfnisse, die sofort einsatzbereit sind. Produktdarstellung, B2B-Prozesse, Services, das ist ein großer Funktionsumfang, ja, für vielseitige Nutzen, ja, der auch einen Mehrwert für Ihren Kunden bringt, aber auch für Sie, da Sie dann auf der integrierten Plattform ein Kundenverhalten dann auch auswerten können. Ein offenes, modulares System, was flexibel ist in Veränderungen, Anpassungen und natürlich auch für zukünftige Veränderungen skalierbar ist. Benutzerfreundlich, zum Beispiel für den Außendienst, also mobil optimierte Plattform für Endgeräte, sodass man quasi ihre Kollegen im Vertrieb oder im Außendienst ein Werkzeug in die Hand gibt, womit sie beim Kunden direkt arbeiten können, vielleicht auch mal ein neues Angebot vor Ort erstellen. Der Self-Service-Bereich ist auch beispielsweise über ein Kundenportal oder Sie können es auch Serviceportal nennen, für den Einblick historischer Daten. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, rund um die Uhr auf seine Daten zuzugreifen, auf seine historischen Daten zuzugreifen, sodass er nicht an ihre Geschäftszeiten jetzt abhängig ist, sondern jederzeit die Möglichkeit hat, auf seine Daten noch zuzugreifen. Das sind B2B-Prozesse, die man alle super digital abbilden kann. Und zwar durch einen B2B-Online-Shop vereinfachen Sie komplexe Prozesse, wie zum Beispiel ein Kundenportal, wo der Kunde die Möglichkeit hat, Bestellhistorien nachzugucken, die letzten Rechnungen nochmal abzurufen oder vielleicht auch sich weitere Informationen herunterzuladen, PDF-Dateien.
Ein B2B-Shop hat die Möglichkeit, kundenspezifische Preise abzubilden. Das heißt, der Kunde loggt sich bei Ihnen im Shop ein und sieht seine Konditionen oder halt auch vielleicht seine Artikel, die nur für ihn bestimmt ist. Schnellbestellungen oder halt auch eine Angebotsfunktion. Ein Beispiel, der Kunde wird jetzt eine Bestellung auslösen, die etwas höher ist als gewohnt und möchte dafür aber nochmal ein Angebot von Ihnen bekommen. Der Außendienst, wie bereits erwähnt, bekommt einen Login, sozusagen einen eigenen Bereich, den er nutzen kann vor Ort beim Kunden. Er kann dort Kundenbestellungen sofort auslösen oder vielleicht auch einen neuen Kunden anlegen. Über den Commerce to Go Paket hinaus habe ich jetzt noch einen Punkt mit aufgenommen. Vielleicht sind Sie als Unternehmer ein Hersteller, der viele Ersatzteile mit anbietet für Ihre Kunden. Das bedeutet, wir haben auch hier die Möglichkeit, diesen Service abzubilden über ein Ersatzteilportal. Ein schnelles Finden, das heißt, der Kunde kann direkt auf diesen Service zugreifen, gibt zum Beispiel das Produkt ein. Das Produkt kann in einer interaktiven Explosionszeichnung abgebildet sein und der Kunde klickt direkt das Produkt an, den Artikel an, den er braucht. Im Umkehrschluss, eine genaue Bestellung reduziert bei Ihnen im Unternehmen auch die Retouren. Das sind alles Mehrwerte für Sie, unter anderem die Retouren. Sie schaffen dadurch in Ihrem Unternehmen die Mehrwerte, dass die Kundenbindung, ne, sich verbessert, Zeit- und Kostenersparnis im Unternehmen steht, Entlastung des Kundenservices und Sie profitieren von einem einsatzbereiten und effektiven System. Sie stimmen mir sicherlich zu, wenn ich sage, als Unternehmer wünsche ich mir eine Lösung, die mich erfolgreich an mein Ziel bringt. Diese Lösung heißt Commerce to Go. Wir schaffen hier mit dem Start eine kundenfreundliche Plattform. Sie erleichtert den Kunden den Zugang zu Produkten und ihren Dienstleistungen. Wir haben durch die Automatisierung und Integration von Prozessen, ja, werden manuelle Aufgaben reduziert, sodass Mitarbeiter Zeit für strategische Tätigkeiten gewinnen und somit auch dann intern Kosten gesenkt werden. Durch eine Selbstverwaltungsmöglichkeit stärken Sie das Kundenerlebnis und entlasten den Support. Und Shopify ist das Shop-System, was eine sofortige Verfügbarkeit und eine einfache Implementierung bietet. Und für zukünftige Veränderungen ist es jederzeit skalierbar. Das heißt, das System kann mit Ihnen auch wachsen. Beispielsweise, Sie fangen mit einem Kundenportal an und der nächste Step ist dann der Webshop. Sie müssen nicht nochmal ein weiteres System hinzuziehen. Sie können es weiterhin ausbauen. Wenn das geschafft ist, bieten Sie Ihren Kunden viele Mehrwerte. Unter anderem 24/7 rund um die Uhr sind Sie erreichbar. Personalisierte Prozesse im Einkauf und Kommunikation sind gegeben. Die Zufriedenheit durch den sofortigen Zugriff auf Informationen. Endgerät optimiert, das heißt, Ihr Kunde hat die Möglichkeit, bequem von unterwegs auch auf diverse Portale oder halt Informationen zuzugreifen. Wiederkehrende Bestellungen oder auch Angebotsanfragen können online abgebildet werden. Ein Kunde von uns, Hinsche Gastrowelt, ist vor einigen Wochen auf uns zugekommen und hat mit uns über die Anforderungen gesprochen, über die Bedürfnisse und auch über die Bedürfnisse der Kunden, sodass wir die Prozesse verstehen können und haben dann erfolgreich mit dem Commerce to Go einen Online-Shop in wenigen Tagen aufgebaut und sie haben bereits in den ersten Tagen viele Aufträge bekommen, dadurch, dass halt einmal die Handelbarkeit des Kunden halt da ist. Und natürlich auch intern fürs Unternehmen haben sie die Möglichkeit, selbst zuzugreifen, Veränderungen oder halt auch Produkte einzupflegen. Wie das Ganze aussehen kann, hat Ramses heute mal was vorbereitet. Und zwar wird er euch jetzt eine Demo zeigen. Und genau, da wünsche ich euch viel Spaß, Ramses. Vielen Dank.
Jeremias, für die kurze Einführung. Ich wechsle hier auch gleich mal mit rein. Das, was wir hier sehen, ist jetzt so ein Beispiel-Webshop, den wir mit Commerce2Go aufgebaut haben. Heißt, hier haben wir als Grundlage Shopify als Shop-System mit all seinen Vorteilen, mit all seinen Funktionsumfang und auch Updates, die kommen und können dann dementsprechend für Kunden, die sich dafür entscheiden, auf dieses Commerce2Go-Thema zu setzen, einen Webshop aufbauen, der genau das widerspiegelt, was B2B relevant ist und dennoch aber auch gewisse Thematiken mit widerspiegelt, was Unternehmens-CI ist, was Farben möglich sind, es ist Schriftarten möglich und so kann man dann dementsprechend das aufbauen. Ich habe jetzt hier einfach mal den Beispielshop genommen. Jeremias hatte schon Hinge erwähnt. Hier geht es also in diesem Beispielshop auch um sowas Ähnliches. Das heißt, ich habe einen Shop erstellt für Gastronomiebedarf, um einfach im gewerblichen Bereich an Gastronomie, Hotellerie, ja, Produkte zu verkaufen, wie Gläser, Schalen, Strohhalme, Trinkhalme, was man eben so benötigt. Und was man hier sehen kann, ist einfach die Möglichkeit, einen ja, sehr schicken Shop mit Templates aufzubauen, sodass die dann dementsprechend die normalen Übersichten haben. Und eben der Vorteil, und das war auch das, was dem Kunden extrem wichtig war, war ein oder jeden eigentlich wichtig ist bisher, dass man selbst Hand anlegen kann. Heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, jede schriftliche Änderung oder jegliche Bildauswahl, Videoauswahl dann einfach immer zu Cosmo zu gehen oder zu meiner Agentur zu gehen und zu sagen, könnt ihr bitte das ändern, sondern wir bringen euch eben auch bei und geben euch die Möglichkeit, dass ihr selbstständig die Sachen austauschen könnt und ja, alles mit euren Texten pflegen könnt etc. Und dann spricht auch nichts dagegen, dass man einen Fokus auf den Webshop legt und da aber auch seine Webseite mit integriert, rein thematisch, bis hin, dass ich natürlich Newsletter-Anmeldungen einführen kann, dass ich Blogs mit einführen kann. Live-Chat-Funktion, um hier einfach meine Kunden deutlich weiter mit abzuholen. Heißt, im Designbereich sind wir hier immer sehr statisch erstmal unterwegs. Mit Templates arbeiten wir hier, versuchen dennoch das CI des Kunden immer mitzunehmen, so dass man sich da auch wohlfühlt und zurechtfindet. Aber man hat eben grundsätzlich die Möglichkeit, weiter zu skalieren, das weiter aufzubauen. Und das, was wir ja bei Commerce2Go im Überblick haben, ist eben ein festes Produkt und dementsprechend auch einen festen Zeitplan und dementsprechend muss man dann einfach immer schauen, ob man das alles in Phase 1 rein integriert oder dann vielleicht auch mal in der Phase 2 einige Erweiterungen macht, wie zum Beispiel Website-Aufbau. Das, was wir uns allerdings anschauen wollen, sind heute eher die B2B-Funktionalitäten. Und hierfür habe ich einfach mal vier Beispielprodukte gebracht, die ja, ziemlich oft als Anforderungen kommen bei unseren Kunden. Das erste Beispiel, was wir haben, wäre das Produkt an sich heißt, ich möchte Produkte anzeigen, aber ich möchte die vielleicht gar nicht kaufbar machen. Also auch das ist eine Funktion, die geht, dass Kunden sich informieren können über Produkte, dass die sich das anschauen können, aber nicht kaufbar sind. Und dann habe ich natürlich noch weitere Einstellmöglichkeiten, dass ich eben auch sagen kann, ich kann eine Segmentierung fortführen, dass für die Kunden dann dementsprechend nicht jeder Kunde die gleichen Produkte sieht und der Zielgruppe A das Portfolio A sieht und Zielgruppe B das Portfolio B sieht. So kann ich dann dementsprechend auch meine Kunden segmentieren, dass sie eine sehr schöne Kauferfahrung haben. Das zweite Produkt, was wir haben, das ist dann auch kaufbar. Und hier kommt eine B2B-Funktionalität rein, die wir sehr oft haben. Und das sind Mengenregeln. Was sind Mengenregeln? Dass ich hier einfach schon mal mit vorgeben kann, ich verkaufe diese Schalen nicht einzeln. Also das sind keine 2 oder 7 möglich, sondern ich verkaufe die eben in festen Paketen von 6, 12, 18 und so weiter und so den Kunden also auch mit vorgebe, in welchen Maßen er das dann kaufen kann, in welchen Mengen. Und ja, das sind auf alle Fälle Funktionen, die im B2B oft relevant sind und oft auch angefragt werden. Ebenfalls, was möglich ist, ist die Möglichkeit, Artikel auch nicht verkaufen zu können. Heißt, was ist hier die Besonderheit? Einfach, wenn ich eine Integration zu meinem ERP-System aufbaue, wie zum Beispiel Business Central, wo wir auch eine Standard-Integration mit eingeplant haben, dann habe ich hier den Vorteil, dass ich die Bestände auch zu Shopify bekomme, die mir anzeigen lassen kann. Und wenn ich das so möchte und der Artikel ist nicht mehr auf Bestand, wird er den Kunden auch nicht mehr zum Kauf angeboten, bis der Bestand wieder gefüllt ist. Lässt sich aber auch einstellen, dass ich selbst wenn ich keinen Bestand habe, weiterverkaufen kann. Aber die Möglichkeiten sind auf alle Fälle da. Und der letzte Punkt,
Der ist ziemlich klar und das ist natürlich der einzelne Bestellartikel, dass ich mir hier einfach das auswählen kann, was ich gerade benötige und das zu meiner Bestellung hinzufügen kann. Heißt, hier habe ich noch sehr gute Funktionalitäten, die B2B-relevant sind. Es ist noch nicht alles, aber wir haben ja heute auch bloß eine Dreiviertelstunde eingeplant. Das, auf was wir auf alle Fälle noch eingehen möchten, sind dann noch ja, einfach der Warenkorb und die Kundenportal-Features. Dafür gehen wir erstmal in den Warenkorb. Ich füge jetzt hier die Bestellung hinzu, gehe in meinen Warenkorb rein und auch hier haben wir wieder B2B-Kunden im Fokus. Heißt, ich kann natürlich den einzelnen Artikel raussuchen. Ich kann diesen Artikel dann in meinen Warenkorb packen. Aber das, was natürlich für viele sehr viel interessanter ist, sind Schnellbestellungen. Und hier habe ich dann einfach die Möglichkeit, einfach in meine Artikelnummer einzugeben, die ich vielleicht schon kenne oder die ich mir gemerkt habe, weil ich die immer bestelle. Gebe die hier ein und das kommt dann dementsprechend direkt in den Warenkorb rein, ohne dass ich den einzelnen Artikel erst aufrufen muss. Bis hin, dass ich aber auch die Möglichkeit habe, CSV-Dateien importieren zu können. Heißt, hier kann ich den Kunden auch einfach die Möglichkeit geben, seine Bestellung schon vorzubereiten, die CSV-Datei hochzuladen und der Warenkorb füllt sich dann mit all den Produkten, die der Kunde vorher ausgesucht hat, anhand von Artikelnummern und Menge, die er in der CSV definiert hat. Ebenfalls eine Funktion, wenn ich dann meinen Warenkorb, den ich vielleicht mit viel Liebe und Hingabe ausgewählt habe und vorbereitet habe, nicht jedes Mal neu machen möchte, kann ich das natürlich auch gleich als Einkaufsliste speichern und dann ja jedes Mal einfach meiner Bestellung hinzufügen, weil es wiederkehrende Bestellungen sind, weil es eine sehr eigene Auswahl ist, die ich da vielleicht getroffen habe. Und so kann der Kunde sich sozusagen seine Bestellvorlagen auch selbst bauen, bis auch dazu hin, dass man das den Kunden auch mit vorbereiten kann, sodass er da schon drauf zugreifen kann, wie zum Beispiel Bestellpaket 1 oder Muster, dass das vielleicht für einige Kunden immer eine relevante Einkaufsliste ist, die sie in ihrem Kundenkonto finden sollten. Weiterhin habe ich dann natürlich auch den Checkout angepasst, dass ich hier verschiedene Thematiken mit angeben kann, wie zum Beispiel Wunschlieferdatum im B2B auch durchaus immer relevant, weitere Informationen wie Bestellhinweise, aber auch im Bereich der Zahlung, und das sehen wir bei unseren Kunden super oft, dass eben nicht unbedingt digitale Zahlvarianten immer im Vordergrund stehen, wie PayPal, Klarna, Kreditkarte, sondern dass es auch oft interessant ist, einfach Rechnung zu bezahlen. Das sind bekannte Debitoren, das sind bekannte Kunden, die sollen ihre Bestellung so einfach wie möglich aufgeben und die Buchhaltung würde dann dementsprechend einfach die Rechnung raussenden aus dem ERP-System und dementsprechend kann der Kunde auch hier gleich auswählen, dass er einfach auf Rechnung bezahlen möchte. Aber auch wenn man digitale Zahlvarianten anbieten möchte, gibt es die Option bis hin zu, dass ich auch eine Angebotsanfrage stellen kann. Heißt, wenn ich Kunden habe, die einfach sagen, hey, ich habe jetzt so eine außergewöhnliche Bestellung, hier könnt ihr mir bestimmt entgegenkommen, dann kann er, wenn ihr das aktiviert habt, auch ein Angebot anfragen. Wir lassen das jetzt auf Rechnung, schließen die Bestellung ab. Der Kunde bekommt jetzt in dieser Zeit an auch seine E-Mail mit der Bestellbestätigung. Das lässt sich auch als Bestelleingangsbestätigung umwandeln, falls ich das noch manuell im ERP kontrollieren möchte. Also auch hier sind prozessseitig sehr viele Möglichkeiten gegeben. Und was natürlich super relevant ist, ist das ganze Kundenportal-Feature, was wir hier in unseren B2B-Layer mit integriert haben. Und da ist es einfach so, dass es sehr wichtig ist, dass ich meine Bestellungen ja, mir nochmal mit anschauen kann. Heißt, ich habe Bestellungen angegeben, sehe, was waren meine letzten Bestellungen, wie ist der aktuelle Status. Auch das lässt sich mit dem ERP-System koppeln, kann aber zum Beispiel auch reingehen und sehe einfach, was habe ich bestellt, ist die Bestellung schon durchgelaufen, kann ich hier natürlich auch meine Rechnung dann mit hinterlegt haben, dass der Kunde auch seine Rechnung, Lieferadresse mit aus, oder nicht Rechnung und Lieferhinweise zum Beispiel wieder mit anschauen kann. Das erspart dann natürlich auch, dass der Kunde nochmal anrufen muss und sagt, oh, hey, ich habe meine Rechnung verlegt oder wo ist die? So, er kann sie sich dann gleich in seinem Kundenportal aufrufen und ja, ansehen, herunterladen und das zu seinen Bestellungen zuweisen. Weiterer Punkt,
Er hat hier den Überblick zu Einkaufslisten. Das hatten wir gerade schon erwähnt. Wir bieten ebenfalls die Möglichkeit, das auch sehr granular einzustellen, was der Kunde an meinen Details sieht. Heißt, das sind all seine Kontoinformationen, die er dort hat, mit welchen Unternehmen er angemeldet ist, was er vielleicht auch für Limits hat. Heißt, man kann den Kunden auch hier ein Limit vorgeben. Er darf bloß bis 50.000 Euro auf Rechnung bestellen. Dann ist jetzt erstmal Schluss und er muss eine Vorkasse wählen. Also auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man dann hier unter meine Details finden würde. Wir haben ja auch nochmal ein Berichtmodul mit eingebaut. Da hat der Kunde dann einfach die Möglichkeit, die Kaufhistorie nach Zeitraum auch zu filtern, um einfach zu sehen, was habe ich jetzt in den vergangenen Vierteljahr, Monaten, Woche alles bestellt, da auch in die einzelnen Bestellungen wieder reinzugehen, das als neue Bestellung auch wiederzunehmen, um so einfach auch sich selbst etwas besser managen zu können. Adressbuchverwaltung ebenfalls inkludiert, heißt, dass man Liefer- und Rechnungsadressen anpassen kann. Und ein ganz besonderes Feature noch am Ende, das sind die Company Users. Hier habe ich dann einfach die Möglichkeit, ich habe einen festen Account für das Unternehmen und wenn es mehrere Mitarbeiter gibt, die allerdings Zugriff auf den Webshop haben sollen, müssen die sich nicht alle selbstständig registrieren und ich habe dann mehrere Debitoren, sondern ich kann hier über Company Users gehen. Das kann auch der Kunde dementsprechend selbst pflegen und hier habe ich dann einfach die Möglichkeit, da auch Rollen und Rechte zu vergeben. In diesem Beispiel ist es so aufgebaut, ich bin jetzt gerade als Einkäufer oder Geschäftsführer drin. Ich habe die volle Kontrolle über den Webshop und über die Kaufmöglichkeiten. Ich habe allerdings auch noch einen Werkstattleiter und dieser Werkstattleiter hat bloß eine limitierte Berechtigung. Das bedeutet, er kann den Webshop bedienen, er kann sich anmelden, er kann alles sehen. Wenn er allerdings dann seinen Warenkorb gefüllt hat und den dann kauft, geht der Kaufauftrag dann dementsprechend nicht an den Verkäufer, sondern erstmal zu mir als Einkäufer oder Geschäftsführer. Und ich finde dann diesen Auftrag unter Warten auf Genehmigung, kann mir das dann einfach nochmal selbst anschauen und kann dann entscheiden, möchte ich dann diese Bestellung akzeptieren, möchte ich diese Bestellung vielleicht rund erneuern, würde mir es auf alle Fälle leichter machen, hier diesen Prozess weiterzuführen. Das war jetzt erstmal so der Grobüberblick. Wir sind wieder im Webshop drin. Ich bin jetzt allerdings als Sales Agent angemeldet und habe hier einfach den Außendienstzugriff. Und was macht das so besonders, als Sales Agent angemeldet zu sein? Ganz einfach, ich kann als Außendienst Kunden zugeordnet bekommen, entweder alle Kunden oder auch das auch granularer. Und kann dann dementsprechend mir diese Kunden einfach auch raussuchen, unter wen ich mich dort einloggen möchte. Gehe dann also in diesen Kunden rein und habe hier einfach die Möglichkeit und auch dieses Werkzeug, was man seinen Außendienst mit in die Hand gibt, gemeinsam mit den Kunden auf dieselbe Oberfläche schauen zu können und sehen zu können, so funktioniert das, so sieht dein Dashboard aus. Und das ist natürlich für den Kunden enorm hilfreich, auch für den Außendienst, um gemeinsam mit diesem Webshop zu arbeiten. Und dann hat er einfach auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Warenkorb gemeinsam mit den Kunden zu füllen und kann dann dementsprechend ein Produkt auswählen. Wir machen das jetzt mal hier ganz schnell an diesem Beispiel. Befüllt das zum Beispiel mit dem Werkstattleiter alles vor, so dass es dann nur noch den Geschäftsführer vorgelegt werden muss und macht das alles dann sozusagen in dem Kundenkonto. Und ich bin jetzt hier nicht nur als normaler Außendienst, sondern ich habe meinen Außendienst auch noch einen extra Recht und Rollen gegeben, dass er auch Preise ändern darf. Das ist optional, wenn man das möchte. Und dann hat er da die Möglichkeit, auch sagen zu können, okay, aufgrund von der letzten Retour oder weil du ein Neukunde bist, etc., ändern wir dir den Preis einfach jetzt mal ab und kann dann sozusagen das für den Kunden schon mal abändern. Und wenn der Kunde sich dann einloggt, wir gehen jetzt also hier mal wieder kurz raus, heißt, ich bin wieder angemeldet als Kunde, ich gehe in meine Bestellung und ich sehe, als Kunde habe ich natürlich meinen Warenkorb, den ich mit dem Außendienst gefüllt habe. Ich habe den aktuellen Preis mit drin, aber ich habe jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, hier nochmal den Preis zu ändern, sondern das ist das, was nur der Außendienst mit seinem Login kann. Und das gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten für Innendienst, für Außendienst, einfach den Webshop als Werkzeug zu benutzen, um hier ja, komplett anders auch agieren zu können und so auch einen gewissen Omnichannel-Ansatz zu erfüllen. Soweit, so gut.
Erstmal zur Übersicht heißt, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben einfach gesehen, ich habe mit Commerce2Go ein festes Funktionspaket enthalten. Ich habe über 100 B2B-Funktionalitäten drin. Wir haben jetzt bloß sozusagen die wichtigsten mal angekratzt und habe einfach die Möglichkeit, sehr schnell meinen eigenen Webshop aufzubauen, auch in einem gewissen Design. Wir arbeiten hier mit Templates. Ich habe einen sehr großen Funktionsumfang, der die wichtigsten B2B-Funktionalitäten für den Start vor allem abdeckt. Und ich kann meinen Kunden einfach auch gewisse Kundenportal-Features mit anbieten und das alles im Bestfall auch noch kombiniert mit meinem ERP-System wie Business Central und habe dann sozusagen eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit, in diesen ganzen E-Commerce-Bereich einzutauchen bzw. das Thema aufzubauen und dann nach und nach auch noch weiter zu erweitern und auch zu professionalisieren, aber auch eben erstmal einen Start zu setzen. Und wie sieht das jetzt alles auf einen Blick aus? Das schauen wir uns gleich an, wenn ich mein Teams wiederfinde. Hier ist es. Und ich öffne kurz die Präsentation nochmal, um hier einfach auch nochmal den optimierten Überblick zu geben auf einen Blick. Heißt, wir haben hier vier Bausteine, die für eine Entscheidung relevant sind. Der erste Baustein ist erstmal das Discovery-Gespräch. Das würde mit Jeremias stattfinden. Das ist ein Service von uns, von der Cosmo Consult, wo wir einfach schauen, was sind denn die Anforderungen, die überhaupt jetzt auf den Tisch kommen? Passen die zu dem Commerce2Go-Paket? Können wir die Anforderungen mit diesem Paket erfüllen? Wie sehen die Kapazitäten von eurer Seite aus? Habt ihr auch Mitarbeiter, die sich damit einarbeiten können, die da mitmachen können? Wie sehen da die Wünsche aus? Und wenn das alles matcht, würde dann sozusagen auch dahingehend ein Angebot mit entstehen können, dass man auch Zusatzwünsche mit einbauen kann. Da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, was sowas zum Beispiel mit sein kann. Ja, ist sozusagen der Aufbau von unserem Commerce2Go-Paket, das Discovery-Gespräch. Wie sieht die ganze Thematik preislich aus? Das, was natürlich notwendig ist, ist erstmal die Shopify-Lizenz. Und hier gibt es verschiedene Lizenzpakete. Wir haben jetzt das mittlere Lizenzpaket von Shopify genommen. Das ist die Shopify-Lizenz, die heißt tatsächlich so. Die kostet 79 Euro pro Monat, hat 5 Benutzerkonten mit drin, heißt nicht Kunden, die drauf zugreifen können, sondern sozusagen Administratoren für den Webshop, die sich dann einloggen können. Und hier habe ich einfach diese Besonderheit, dass ich grundsätzlich mit dieser Lizenz erstmal auskomme, gerade wenn ich nur Rechnung als Zahlmöglichkeit habe. Wenn ich allerdings digitale Zahlvarianten habe, dann könnte sich die Lizenz aufgrund der Payment-Methodik auch erhöhen. Da gibt es dann wieder andere Pakete und da müsste man ins Gespräch gehen. Lohnt sich vielleicht dann ein größeres Paket, weil dann die Kosten für digitale Zahlvarianten wie Kreditkartenzahlung günstiger wären. Aber da unterstützen wir gern. Für die meisten Kunden ist Rechnung relevant. Da laufen 99% drüber. Und dementsprechend kommt man hier mit diesem Paket sehr gut zurecht. Der zweite Baustein oder der dritte Baustein in diesem Fall wäre der B2B-Layer für Shopify. Und hier ist es dann einfach so, dass wir hier über 100 B2B-Funktionalitäten mit ausliefern. Wir haben hier ein Modell, wo 150 Bestellungen inklusive sind. Anschließend würde sozusagen der Preis dann auch etwas erhöhen. Und für diese 150 Bestellungen mit der Außendienstfunktion, mit all den Themen, die wir gerade gesehen haben, also den vollen Funktionsumfang, würde man hier ab 299 Euro pro Monat zahlen. Das würde noch hinzukommen. Und schlussendlich, und auch einer mit der wichtigsten Bausteine, ist dann eben auch die Shop-Implementierung. Hier haben wir ein ganz bewährtes Vorgehen. Es gibt klare Aufgaben für uns, es gibt klare Aufgaben für Sie als Kunde, die auch erledigt werden müssen, um eben auch diese schnellen Ergebnisse zu erzielen. Und dann hat man die Möglichkeit, auch seinen Webshop in 7 Tagen online zu bringen. Für die, die man allerdings sagen, okay, kapazitätsmäßig ist es vielleicht gerade auch in Q4 bei uns etwas angespannter, gibt es allerdings auch die Möglichkeit, das ein Stück länger zu ziehen und das natürlich auch entspannter aufzubauen. Das kann man dann sozusagen in seiner eigenen Geschwindigkeit gemeinsam mit uns planen. Und hier haben wir einfach ein Paket geschnürt, um eben dieses Produkt mit diesem bewährten Vorgehen nach ganz klaren Maßstäben auch auszuliefern. Und das würde einmalig 12.900 Euro kosten, um diesen Webshop, so wie wir den jetzt im Beispiel gesehen haben, online zu bringen. Wer das gemacht hat, und das ist auch schon erwähnt worden, ist zum Beispiel Hinge.
den wir hier auch als Referenzkunden gerne aufführen, Hinsche Gastro-Tischkultur. Hier war es einfach die Thematik, man wollte sehr schnell einen B2B-Webshop haben, weil der alte Webshop einige Fehler hatte. Das ist bei den Kunden nicht so gut aufgestoßen. Und man hat hier eine NAV 2017 als ERP-System gehabt. Man hat hier dann sozusagen auf das Commerce-to-Go-Paket gesetzt mit Shopify inklusive dem B2B-Layer, so wie wir das gerade vorgestellt hatten. Und hier hatten wir dann eine sehr schnelle Einführungszeit. Wir hatten ein tolles Team auch bei Hinsche, was hier sehr gut mitgearbeitet hat. Wir haben mit den Funktionsumfang wirklich passgenau getroffen, dass das, was man sich vorgestellt hat, auch einfach schon mit enthalten war. Man also nichts erweitern musste. Und eines der Hauptargumente auch für den Kunden, auch für die Referenzvereinbarung und auf dieses Shopify zu setzen und auf das Paket war, endlich kann Marketing und IT selbst Hand anlegen. Man ist nicht mehr von außen irgendwo abhängig, sondern man kann sich selbst einarbeiten. Man kann enorm viele Erklärvideos auch online finden, die kostenlos sind. Man hat eine sehr steile Lernkurve und das haben ja das Team auf alle Fälle bewiesen, die jetzt im Bereich des Designs enorm viel gemacht haben, die auch im Bereich des Backends das komplett und perfekt betreuen. Also da konnte man wirklich an einem sehr guten Beispiel sehen, es ist sehr einfach gehalten und es gibt einfach die Möglichkeit, auch unabhängiger zu sein. Was allerdings Besonderheiten waren, und das kam dann auch im Projekt mit auf, waren dann einfach, dass der Kunde sich noch mehr gewünscht hat, als das, was jetzt im normalen Paket enthalten waren. Und das waren spezifische Kundensegmentierungen und Portfolioanzeigen. Das bedeutet, so wie der Kunde sich anmeldet, soll bitte noch erstmal eine Login-Seite vorgeschalten werden, also ein geschlossener Webshop mit eigener Login-Page. Anschließend soll der Kunde persönlich begrüßt werden mit seinem Firmenlogo. Dann es dürfen nur Produkte angezeigt werden, die für ihn relevant sind, zu seinen Preisen, die er vorher auch ausgehandelt hat. Und das war dann dementsprechend nicht mehr im regulären Commerce-to-Go-Paket enthalten, waren aber sehr kleine Anpassungen und konnte dann dementsprechend in der geplanten Projektlaufzeit einfach mit eingebaut werden, so dass das jetzt auch jeder Kunde hat. Er hat dort, wenn er über Kontakte geht, seinen persönlichen Betreuer, er sieht sein Logo, er sieht sein persönliches Portfolio zu seinen Preisen und das macht den Kunden extrem froh und Hinsche natürlich auch. Und ansonsten gab es noch einige Designanpassungen, die dann auf Seitenmarketing kamen, die wir dann natürlich gern mitgemacht haben, um das Thema einfach abzurunden. Ja, das ist einfach nochmal ein praktisches Beispiel, wo man einfach sehen kann, hat alles ganz gut funktioniert, sind auch komplett im Budget geblieben. Dementsprechend hat es sehr gut gepasst. Weiterer Punkt sind dann natürlich auch, dass wir weitere Referenzen haben. Heißt, außerhalb von Commerce2Go sind wir dann natürlich auch als Cosmo im Commerce-Bereich sehr aktiv und sind dann dementsprechend, sind es ERP-Systeme, sind es BIM-Systeme, sind es aber auch größere Webshop-Lösungen für unsere Kunden aktiv im B2C wie auch im B2B-Bereich und haben dann dementsprechend nicht nur die Teams, sondern da auch die Expertise, die man prozessseitig braucht, um das alles vernünftig miteinander zu kombinieren. Und vor allem auch zu skalieren, weil auch wenn man jetzt zum Beispiel klein anfangen möchte, ist das Ziel dann natürlich bei allen dort einfach wachsen zu können. Und da hat man mit uns auch einen sehr guten Partner, der einfach auch weiß, okay, auf welche Punkte muss ich da achten, welche Stolpersteine gibt es da im Weg, um jetzt schon an das Große und Ganze zu denken. Ja. Soweit so gut. Von der Idee zum Erfolg heißt, wir haben jetzt sozusagen unser Commerce2Go-Paket vorgestellt, würden uns auf alle Fälle freuen, wenn es jetzt noch zahlreiche Fragen gibt. Falls nicht, ist aber auch okay. Dann haben wir sehr viel schon erklärt. Und wir würden uns aber auf alle Fälle freuen, gemeinsam mit euch einen B2B-Shop zu starten, gemeinsam mit Shopify, gern auch mit dem ERP-System. Und als kleine Besonderheit, die wir noch mitgeben wollen, für die Kunden, die sich jetzt entscheiden, eine Bestellung noch bis Ende November abzuschließen für das Commerce2Go-Paket, würden wir einen E-Commerce-Workshop inklusive noch mit einbauen, wo wir uns intensiv nochmal mit den Anforderungen auseinandersetzen, eine gemeinsame Strategie aufbauen, damit das Thema auf alle Fälle auch erfolgreich ist, sei das jetzt in der IT-Architektur, sei das jetzt in den internen Prozessen mit dem Team. Das kann ganz individuell gestaltet werden und das wollen wir auf alle Fälle für die Webinar-Teilnehmer heute mit anbieten, die sich dann auch so schnell entscheiden, dass man sagt, okay, das wollen wir gerne schon jetzt im November abschließen und dementsprechend schon im Dezember dann live gehen. Gut, sollte jemand Fragen haben,
Dann seid ihr herzlich eingeladen, kurz die Hand zu heben oder den Chat zu benutzen. Wir können eure Mikros freischalten. Wir können allerdings auch auf Chatnachrichten antworten, je nachdem, wie es gewünscht ist. Ansonsten, Jeremias, ebenfalls, falls du noch eine Frage hast oder Anmerkungen. Okay, wir haben eine. Vielen Dank für den Vortrag. Mögt ihr sagen, wie sich das Ganze preislich darstellt? Das entspricht dieser Folie auf einen Blick. Einfach nochmal kurz zusammengefasst, heißt, man hat den Einmalpreis für die Shopify-Implementierung und das wären die 12.900 Euro. Da würden wir dann gemeinsam den Webshop aufbauen mit allem, was notwendig ist, inklusive Schulungen. Und dann hat man noch die Lizenzthematik, heißt einmal die Shopify-Lizenz für 79 Euro im Monat und einmal den B2B-Layer für 299 Euro im Monat bei 150 Bestellungen. Ich hoffe, das war gemeint mit, wie sich das preislich darstellt. Freue mich auf alle Fälle für ein Feedback. Okay, sehr schön. Die zweite Frage, die wir haben, arbeitet ihr ERP-seitig ausschließlich mit Business Central oder auch mit anderen Systemen? Wir als Cosmo Consult haben eine sehr hohe Microsoft-Expertise mit allen Microsoft-ERP-Systemen. Grundsätzlich lässt sich Commerce2Go auch ohne ERP-Anbindung einsetzen. Heißt, wir konzentrieren uns dann nur auf den Webshop. Der ist ja grundsätzlich erstmal autark unterwegs und muss nicht mit einem ERP-System verbunden werden. Für alle anderen ERP-Systeme sind wir offen, muss man sich anschauen, was ist das für ein ERP-System, welche Schnittstellen gibt es dort, welche Verantwortungen werden vorausgesetzt. Und dann muss man da allerdings individuell drauf schauen. Bei Business Central bzw. Navision haben wir einfach den Vorteil von Standardintegration, die teilweise in dem System schon vorhanden sind. Aber wir sind offen. Ja, auch sehr interessant, die Frage. Ja, die ist sehr interessant. Ob es unseren Service auch für Shopify Plus gibt oder nur für die Standardpakete. Unseren Service an sich gibt es auch für Shopify Plus, allerdings nicht als fertiges Paket. Shopify Plus für die anderen Zuhörer ist sozusagen die hauseigene B2B-Funktionspaket von Shopify. Das würde sozusagen größtenteils den B2B-Layer ersetzen, wenn man da drauf geht, hat dann natürlich höhere Lizenzkosten, heißt Shopify Plus startet ab 2.300 Euro im Monat. Ja, und das sind dann allerdings individuellere Projekte. Aufgrund der Thematik, dass meist dort nochmal andere Anforderungen dahinter stehen, können wir allerdings genauso abbilden. Auch dafür haben wir eben auch unser Team. Wir beherrschen nicht nur das normale Shopify und unseren B2B-Layer, sondern auch Shopify Plus, aber dann eben ohne festes Paket aktuell, sondern dann würden wir einfach mal ins Gespräch gehen, was sind die Anforderungen und dann ein individuelles Paket für Sie schnüren. Ich hätte jetzt Ramses zwischendurch auch noch eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt nicht nur im Dachbereich unterwegs bin, sondern auch international, kann ich das mit Shopify dann auch gut machen? Also mehrsprachig zum Beispiel? Ja, also grundsätzlich ist man dort jetzt nicht auf Dach oder Deutschland eingeschränkt. Der Webshop lässt sich in jeglicher Sprache darstellen, auch mit verschiedener Sprachauswahl. Und auch wenn ich diesen Weg gehen möchte, dass ich jetzt international verkaufen möchte, dann kommen wir so ein Stück aus diesem Standardpaket raus, weil dann muss man nochmal schauen, was für neue Anforderungen mit hinzukommen, gerade zwecks Währungen, zwecks Zollthematik etc. Da ist meist etwas mehr Musik im Spiel. Aber grundsätzlich ist man mit dieser Aufstellung dafür bereit, auch international zu skalieren. Ansonsten habe ich hier noch eine Frage, und zwar, ob Microsoft nicht auch eine eigene E-Commerce-Lösung hat oder wieso es einen Grund für Shopify gibt. Ja, Microsoft hat eine eigene E-Commerce-Lösung im Einsatz, die wir bei Cosmo auch kennen und auch mit Microsoft im Gespräch sind. Wir allerdings aufgrund der Lizenzkosten, aufgrund des Funktionsumfangs, diese Lösung doch etwas spitzer sehen. Heißt, dort hat man eher eine Integration zu dem großen ERP-System von Microsoft, also Microsoft Finance and Supply Chain Management. Es ist auch etwas retail-lastiger und natürlich ist auch der Einstieg mit einfach einem viel größeren Dienstleistungspaket und Lizenzpaket verbunden, was gerade für Kunden, die jetzt vielleicht eher in diesem Bereich starten wollen, eine eher größere Einstiegshürde ist. Sollte es da Interesse geben, kann man da gern auch nochmal mit drüber sprechen. Aber wir haben uns ganz klar auf Shopify
Shopify konzentriert, weil auch hier hat Microsoft eine Partnerschaft aufgebaut zwischen Shopify und Microsoft und der ja eben auch in Business Central zum Beispiel eine Standardimplementierung, so dass ich also mein Shop-System im B2C wie auch B2B super gut mit dem ERP-System verbinden kann. Und das war für uns dann natürlich der Punkt, dass wir gesagt haben, hey, bei dieser Partnerschaft und bei diesen fertigen Lizenz, also bei diesem fertigen Schnittstellenpaket ohne weitere Lizenzkosten setzen wir sehr gerne auch auf Shopify, weil es eben auch ein Wahnsinns-Shop-System ist. Also mit über 4000 Entwicklern, die in diesem Bereich arbeiten, ist dort einfach eine Schnelligkeit an KI-Funktionalitäten, an Erweiterungen im B2B oder B2C-Bereich, die, ich glaube, auch international erstmal ihr Gleiches suchen müssen. So, weitere Fragen. Bieten Sie das auch für einen B2C-Shop an, eventuell gekoppelt mit einem B2B-Shop? Ja, das tun wir. Das wäre dann allerdings wieder, wo wir ins Gespräch gehen sollten, weil B2C ist jetzt nicht grundsätzlich schwieriger als B2B, rein funktional gesehen. Es kommen allerdings andere Anforderungen mit, gerade designtechnisch gesehen, gerade in den Zahlvarianten gesehen, eventuell auch an Marketinganforderungen. Und daher würden wir hier das gerne auch erweitern können auf B2C und können aber vom reinen Funktionsumfang auch einen B2X-Shop machen, der für B2C und auch für B2B-Kunden alles in einem vereint. Dann noch die weitere Frage, habt ihr auch mal Shopware in Betracht gezogen? Ja, wir haben Shopware in Betracht gezogen und haben uns ganz klar für Shopify entschieden. Nicht nur aufgrund der Schnittstelle, sondern weil wir eben auch sehr darauf vertrauen, dass Shopify das bessere Shop-System ist für unsere Zielkunden und von dem Funktionsumfang genau das bereithält, was man benötigt und da einfach auch auf Wachstumskurs ist, was auch unabhängige Parteien belegen, dass Shopify die richtige Wette für die Zukunft ist. Ansonsten wegen dem nachgelagerten Gespräch, da wird auf alle Fälle Jeremias auf Sie zukommen, um da einfach nochmal das Thema weiter aufzubauen. Und das ist auch das Angebot für alle weiteren Zuhörer, die noch mit dabei sind. Wenn ihr gerade noch weitere Fragen habt, die auch im Nachhinein mit auftauchen oder direktes Interesse, wendet euch gerne an Jeremias, schaut gerne auf unsere Commerce2Go Landingpage. Da sind auch nochmal die Informationen zusammengefasst. Ich würde den Link hier auch gleich nochmal mit hinzufügen, dass er für alle sozusagen abrufbar ist. Und da findet ihr dann dementsprechend auch nochmal die Preisübersicht, habt die Möglichkeit, den Termin zu buchen und seht dann dementsprechend auch die Kontaktdaten für alle nachgelagerten Fragen und Themen. Super, Ramses, vielen Dank auch nochmal an dich. Hast du super gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.